Information zu S6 nach Ratingen Ost, Abfahrt 13.34 Uhr, heute circa 5 Minuten später. Hallo und herzlich willkommen zu dieser schönen kleinen Tour von roundabout 60 Kilometer, die ich am Mittwoch, dem 10. April gemacht habe. Ihr seht, ich bin hier schon in Königswinter angekommen und ich habe natürlich erstmal hier die tolle Ladestation direkt vorm Bahnhof bestaunt. Ja, wie gesagt, am Mittwoch, den 10. April 2024 war es mal wieder schönes Wetter. Und so bin ich also dann dank dem 49-Euro-Ticket plus natürlich einer One-Way-Ticket fürs Fahrrad, was ich nur für die Strecke gekauft habe, waren so 3 Euro und ein paar Tote im VRS. Also man muss nicht unbedingt immer so ein Tagesticket für NRW nehmen, was 6,50 Euro kostet. Von der Deutschen Bahn. Es gibt übrigens dann auch noch etwas preiswerter von einer anderen App und da kostet glaube ich 5,55 Euro oder irgend sowas. Nee, man kann also auch eine einfache Fahrt, so wie es für mich natürlich dann am günstigsten ist, kaufen, eine Fahrkarte nur fürs Fahrrad. Ja, jetzt bin ich hier erstmal hier an der Fährstation, weil ich von Niederdollendorf nach Bad Godesberg reinfahren will mit dem Fahrrad. Und dazu nehme ich natürlich die Fähre. Fährfahrten sind immer schön. Viele sagen immer, es ist so ein bisschen wie Kurzurlaub. Irgendwie erinnert mich das immer dran, wenn die das im Fernsehen so sagen. Ihr seht, der Himmel so ein bisschen komisch bewölkt. Eine dicke, fette links oben in der Ecke, eine dicke, fette, dunkle Wolke. Aber alles gut, alles trocken geblieben. Ja, also rauf auf die Fähre und nix wie rüber auf die andere Rheinseite. Ich musste übrigens die Fahrt so nehmen mit dem Zug von Leverkusen Chempark, also dem Chempark oder Chempark, also dem Chemiepark, ist wohl die Abkürzung. Ja, und hier muss ich auch erstmal Päuschen machen. Was habe ich hier gegessen? Mein Lieblingsgericht unterwegs. Dreimal dürft ihr raten. Hier seht ihr, was es war. Und ein Pottkaffee. Aber den habe ich mir abgefüllt in die Thermoskanne für später. Und natürlich noch für den Kuchen, den ich mir noch in der Fußgängerzone von Bad Godesberg geholt habe. Ja, was wollte ich sagen? Ja, wie gesagt, blöd war natürlich, weil man muss ja immer ein bisschen lang voraus planen, beziehungsweise aufwendig planen, wegen den Aufzügen mit dem Fahrrad. Ihr habt ja gesehen, vorhin am Anfang, da an der S-Bahn-Station in Leverkusen Chempark oder Chempark, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, war der Aufzug natürlich wieder mal ein bisschen zu klein. Also zumindest, wenn man keine Taschen abnimmt. Ich hätte die vorne rechts vielleicht abnehmen können, weil da unten natürlich die andere Anstoßstange am Boden war und da die Tasche dran kam, hätte ich es ein bisschen weiter eingeknickt. Ich weiß, es geht alles hochkant. Ihr seid da die Spezialisten. Ich heb mein Fahrrad nicht hoch, ne? Es wiegt über 40 Kilo mit der ganzen Maschinerie, die ich da so immer bei mir habe. Akkupacks,
etc., Ausrüstung fürs Film, Stativ und bla und blub. Jo, ja, ja, hier zu sehen übrigens so eine Boulangerie oder wie heißt das da, habe ich jetzt gerade nicht geguckt, sah mir irgendwie zu teuer aus, weil ich brauchte ja noch ein Stück Kuchen zu meinem Kaffee, dann bin ich hier zum Märzenich gegangen. Ja, wie gesagt, also Zugfahrt von Leverkusen Kemppark, den habe ich dann eingeplant, eigentlich hätte ich in Deutz umsteigen können, aber da gibt es keine Aufzüge, nur für die S-Bahn. Und ich musste ja in die R, hast du nicht gesehen, nach Koblenz. Und die fuhr von einem Bahnsteig ab, der leider keinen Aufzug hat. Ja, also man kann ja im DB-Navigator das planen und kann dann sagen, via bla bla bla. Also habe ich gesagt, via Köln Hauptbahnhof, weil ich einfach mal davon ausgehe, dass im Kölner Hauptbahnhof natürlich immer und an allen Gleisen Aufzüge sind. Ja, und so war es natürlich auch. Ja, die waren übrigens sehr geräumig. Ich mache übrigens eine Tabelle, die bin ich am Anfertigen, wo Aufzüge sind, die geräumig genug sind, wo man also auch mit so einem Fahrrad oder mit so Fahrrädern, wie ich sie habe, ohne die vorne Hochzugstellen oder irgendwelche Verrenkungen machen zu müssen, gut reinkommen kann oder auch nicht. Und die Liste, ja, die werde ich dann immer mal weiter ergänzen. Hier übrigens, das der schöne Vorteil, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, man kann am Stau vorbei, da war ein LKW, der musste da irgendwie einrangieren. Bin ja jetzt hier auch vom Bad Godesberger Fußgängerzentrum aus unterwegs schon hier zum, ja, mein erstes wichtiges Etappenziel, nämlich Haribo Werksverkauf. Ja, wie gesagt, also bin ich über Köln Hauptbahnhof gefahren, weil ich da mit dem Aufzug umsteigen konnte. Aber das Problem war, eigentlich wäre ich direkt nach Bad Godesberg von Köln Hauptbahnhof gefahren. Ging aber nicht, weil wieder irgendwo was mit der Bahn, Bauarbeiten, Köln Süd, irgendwelche Brücken, bla und blub, Zugausfälle, stand alles schon im DB-Navigator. Also musste ich umplanen, bin ich also auf der anderen Seite längs gefahren mit dem Zug. Und eigentlich hätte ich da in Niederdollendorf, da gibt es nämlich auch einen Bahnhof, aussteigen können, aber da gab es keinen Aufzug. Also bin ich bis Königswinter, habe nämlich auf der Karte geguckt. Hier übrigens meine bescheidene Ausbeute von Haribo, dem Werksverkauf. Ich versuche ja immer so, wenn möglich, ja, so viel Süßkram zu vermeiden, wie geht, ne? Ja, also habe ich mir nur zwei Tüten gegönnt. Es lag also nicht daran, dass ich mir das hätte nicht leisten können, aber außerdem hätte ich auch nicht für die großen Dosen so viel Platz im Fahrrad gehabt. Hätte ich alles planen können, ja, bla 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 und blub. Habe ich aber nicht, wollte ich auch nicht, weil Süßkram, zu viel davon ist ungesund. Aber wie gesagt, was ich noch sagen wollte zu der Bahnfahrt, wie gesagt, eben Leverkusen-Kemppark über Köln Hauptbahnhof und wegen Bauarbeiten eben nicht bis direkt Bonn-Bad Godesberg, sondern eben bis Königswinter, weil man da nämlich auf dem Bahnsteig stufenlos direkt vorne zum Bahnhofsvorplatz kommt. Ja, jetzt bin ich hier auch schon wieder auf dem Rückweg von Haribo, dem Werksverkauf, direkt runter geradeaus zum schönen Rhein, wie man hier sieht. Genau. Ja, also die Straßen jetzt, sag ich mal, die gehen alle so wirklich schnurgerade von Bad Godesberger Zentrum, also Fußgängerzone, wie auch von Haribo, kann man also wirklich, da braucht man gar nicht großartig überlegen, man fährt nur immer geradeaus runter. Also die Straßen sind da einfach quadratisch, rechteckig aufgebaut, wie mit dem Lineal gezogen. Und das ist dann relativ easy. Ja, hier mal so eine Szene, wie ich es natürlich total toll finde. Ganz so nach meinem Geschmack. Hier so ein bisschen parkähnliche Landschaft. Hier mit Bäumen und Wiese. Und total toll, ne, für die heißen Tage im Sommer. Nur leider ist das nicht überall am Rhein so. Und außerdem ist das dann auch manchmal, ja, überfüllt, sehr voll. Ihr seht, heute war nicht viel los. War ja auch ein Werktag, ne? Mittwoch.
sind ja alle anderen normalen Menschen wieder arbeiten, nur ich eben nicht als Rentner, das ist der Vorteil. Und deswegen mache ich solche Touren, wo ich weiß, das sind so Spots, ne, wie eben, weil es so am Rhein so schön ist, ne, und alle dahin wollen, mache ich das natürlich dann unter der Woche und nicht am Wochenende. Ja, jetzt mache ich hier einen Schlenker auf Bonn Zentrum. Die Höhe bin ich jetzt also schnurstracks abgebogen vom Rhein. All die, weil ich natürlich hier, dreimal dürft ihr raten, was ich mir hier anschauen wollte. Da ist es. Das schöne Bonner Rathaus. Habe ich mir natürlich angeguckt. Waren auch schöne Cafés hier rechts und links. Schon sehr einladend zum draußen sitzen. Aber da ich ja dank der Bahn auch wiederum recht spät dran war, weil witzigerweise schon der Start ein Problem war, aber erzähle ich gleich mal noch was. Weil hier jetzt habe ich hier an Theater und der Oper von Bonn. Ich wollte mir hier die Ladestation. Ich versuche also immer mal jetzt auch für euch so ein paar Ladestationen mit reinzunehmen, wo ihr dann wisst, dass ihr da laden könnt. Das war hier eine, nur leider sind da nur drei Fächer und ich verstehe die auch manchmal nicht. Ne? Ihr habt ja gesehen, da waren Haufen Fahrräder. Das wird dann gut angenommen und dann sind da nur drei Ladefächer. Naja, ich sag da nicht weiter viel mehr dazu. Ne? Ich denke mal, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, wie gesagt, ja, dank der DB, die schon beim Start im Leverkusen Campark, wo ich gestartet bin, an dem S-Bahnhof, kam der Zug schon mit Verspätung, all dieweil irgendwelche Leute auf den Gleisen rumgelaufen sind und die Polizei und bla und blub. Man kann ja auch mittlerweile, wenn man denn ein Handy hat und DB-Navigator, kann man dann auch schon die Meldungen nachgucken, kam aber auch die Durchsage. Naja. Ja, und deswegen hat sich das dann alles so ein bisschen verzögert. Der Anschlusszug in Köln, Hauptbahnhof natürlich auch. Blöde Umfahrung hier jetzt, ne? Das ist so hier, glaube ich, der im Norden von Köln, hier der Containerhafen. Naja, muss ja sein, ne? Aber ja, okay, Fahrradfahrer denken, ne? Immer schön am Rheinufer entlang, ist leider eben doch nicht überall. Gut, jetzt komme ich hier zu der nächsten Fährfahrt. Und zwar, jetzt muss ich mal gucken. Ja, das ist jetzt die Fähre, die ich jetzt hier nehme von, ja, wie man das wohl ausspricht, also Grauheindorf. Also wie grau geschrieben, nur dann hinter dem U ein R und dann Heindorf. Ich möchte wissen, also Leute, tut mir mal einen Gefallen und tut auf Facebook da mal eine Sprachnachricht rein und sprecht das mal aus. Also ich möchte mal, da bricht man sich doch einen bei ab. Naja, gut, also von Grauheindorf nach Mondorf habe ich jetzt übergesetzt, bin jetzt also wieder auf der rechten Rheinseite, wo ich eigentlich auch gestartet habe, in Königswinter. Und ihr seht, landschaftlich sehr schön. Übrigens gebe ich zu, also wie gesagt, ab so Mai, Juni, wenn wirklich so die heißen Temperaturen, ihr seht, ne, das ist mir zu offen, zu sonnig, also beziehungsweise jetzt sehr angenehm. Bei solchen Temperaturen, aber ich sag mal echt, im Hochsommer alles, was über 28 Grad ist, so meine Schmerzgrenze. Aber ihr seht, blauer Himmel, ein paar Wölkchen, wunderbar, ne? Die Sonne kam noch richtig schön auf, das war ja alles nach dem Sahara-Gedöns und hat richtig Spaß gemacht. Ich war begeistert, dass die Sonne noch so schön und der Himmel so blau wurde. Ja. Blitzeblanker blauer Himmel. Ne, blitzeblank war er ja nicht. Waren ja ein paar Wölkchen da. Ja, hier auch wieder mal eine kleine blöde Umfahrung. Aber so ist das am Rhein, weil da gibt es eben halt auch immer was umzuschlagen und Häfen. Ja, hier, ne, nicht nur Bonn, Bad Godesberg hat eine schöne Kirschblütenstraße. Ne, hier gibt es die halt auch. Ich glaube, den Namen oder Ort habe ich schon eingeblendet.
Ja, ansonsten sage ich es jetzt nochmal, das ist die Kirschblüte in Lülsdorf. Also wie LOL, wie LOLLEN, LOL, ne, gibt es ja so eine Abkürzung. Ne, und eben nicht LOL, sondern LÜL, LÜLLEN, LÜL, Lülsdorf. Jo, und da bin ich eigentlich auch nur hergefahren. Das war so mehr oder weniger Zufall, als ich das recherchiert hatte, weil ich habe nämlich einen Spargelbauern gesucht. Ja, das war jetzt hier auch ein bisschen tricky, weil ich irgendwie den kürzesten Weg, und der sah jetzt hier eigentlich auf der Karte gar nicht mal so übel aus. Aber naja, hohe Bordsteinkante, und ich bin da erst einmal dran vorbeigefahren an dem Abzweig. Ich habe gedacht, okay, was sagt hier Komoot, was hast du dir da wieder ausgedacht? Aber egal, ich habe es gefunden, genau. Ich bin jetzt hier beim Spargelhof Bernschein. War auch erst ein bisschen schwierig, weil ich habe gedacht, da gibt es einen Hofladen, irgendwo richtig Klingel, Tür und so. Nö, einfach gucken, wo das Scheunentor ist, und ja, gut ist. Ja, ich kaufe dann nämlich gerne Spargelbruch, der ist immer relativ günstig. Da habe ich dann für ein Kilo 5 Euro bezahlt. Da kann man nicht meckern. Ich meine, klar, da sind natürlich auch dünne Stängelchen, ne, so... ja, so ein bisschen sogar noch dünner als ein kleiner Finger. Aber Gott, was soll's. Ich bin ja Rentner, hab Zeit zum Schälen, und ich hab ein richtig tolles Spargelschälmesser. Genau, und dann geht das gut. So, jetzt bin ich hier auch, das glaube ich Zündorf hier. Da ist übrigens schön, da kann man auch schön draußen sitzen, schöne Gartenlokalitäten. Kann man dann, ja, da wunderschön sitzen. Hier der kleine Yachthafen von Zündorf. Genau, und ihr seht, wunderschönes Wetterchen. Jo, fast blitzeblanker blauer Himmel, stellenweise. Aber nur stellenweise. Ja, das auch wieder natürlich so ein tolle, ne, rechts und links Bäume, schön schattenspendend. Die hier hatten leider noch keine, die hatten noch ihr Winterkleid. Ja, wenn man vom Kleid sprechen kann, ne? Die hatten nämlich nichts an. Okay, und ja, weiter geht's jetzt. Das ist dann auch so ein, ja, so ein reinen Bogen, kann man fast sagen. So ein langes, gezogener, ja, Reinbogenschleife. Also das macht das Ding fast... So eine 90-Grad-Wende und oder 100, ist das 180? Naja, jedenfalls ziemlich weit rum, und ihr seht, Vorteil natürlich, wo geht die Sonne unter? Im Westen, und ganz tief im Westen geht die Sonne unter. Gibt es einen bekannten Sänger, der singt das immer, kommt glaube ich aus Bochum, genau, der ist aus Bochum, den ich meine. Und ihr seht, wunderschönen Blick hier, ne, durch diesen Rheinbogen, weil ich hatte also wirklich, das war für mich so ein bisschen die Entschädigung für die ganze Bahnverspätung, die letztendlich mir unterm Strich bestimmt eine Stunde Verspätung zugeschoben hat oder verursacht hat. Naja, aber gut, ist ja schon Sommerzeit, habe ich gedacht, egal, was soll's. Ne? Wer aufgepasst hat, hat ja vielleicht gesehen schon, in Bonn, Bad Godesberg, in der Fußgängerzone, war eine Uhr. War, glaube ich, schon 3:30, ne? Als ich da war. Naja, gut. Und für so ein 60-Kilometer-Türchen, ich kann die ja nicht immer durchfahren. Wegen der ganzen Firmerei anhalten, Haribo gehen, Kuchen kaufen, ne? Currywurst, Pommes essen. Naja, ihr wisst schon. Hier links ist, glaube ich, übrigens ein Campingplatz. Also für alle, die jetzt so ein bisschen auch mal so ein paar Tipps gebrauchen können. Ja, und dann habe ich hier noch ein Päuschen gemacht, ne? Wie ihr seht. Und jetzt zeige ich euch auch mal, wie das an meinem vollgefederten Fully-Klapprad mit großen Reifendurchmesser, Räderdurchmesser, 27,5 Zoll, wie man da den Akku wechselt.
Leider ist er ein bisschen kleiner. Angeblich hat einer, den ich jetzt hier rausnehme, der hat angeblich 14 Amperestunden. Und den ich gleich reinschiebe, hat nur 10 Ampere. Aber okay, den Schwächeren, den habe ich noch nie wirklich mal verglichen, ob der wirklich, also ich meine, der hält genauso lange. Ich glaube, das ist ein Fake mit dem, der angeblich 14 Ampere-Stunden haben soll. Naja, ihr seht, ne, da muss ich das Ding knicken. Ist ein bisschen unhandlich, muss man sagen, wenn man natürlich sein Bike jetzt auch mal für Mehrtagestouren mit Zelt, Gepäck und so und tralala, ist das ein bisschen umständlich, ne? Aber naja, es, wenn man will, geht natürlich alles, ne? Ansonsten, wirklich, wie gesagt, sehr schönes Bike. In meiner Videoübersicht findet ihr auch natürlich hier das Lobe-Fahrrad, was ich da alles verbessert habe, was ich da alles dran gemacht habe. Findet ihr ein spezielles Video. Ich habe da so einige Komponenten gewechselt und einige Sachen überhaupt angebaut. Da war kein Gepäckträger drauf, da waren keine Schutzbleche dran. Die Vordergabel war eine mechanische, also mit einer richtigen Spiralfeder, gefiel mir gar nicht. Deswegen habe ich also eine mit Luft eingebaut und jo, und also Sachen. Licht war, wie gesagt, waren nur die Rückstrahler, vorne ein Strahler, so ein Katzenauge und hinten auch. So, hier habe ich jetzt meine verspätete Kaffeepause gemacht. Ich bin da ja recht flexibel, ne? Ja, und hier Fahrradstraße, schönes Cabrio etc. Ne? Und was seht ihr jetzt? Jetzt bin ich schon hier in, oder kurz vor Deutz. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier schon dazugehört, hier an der Uferpromenade hier. Deutzer Seite, natürlich Deutzer Brücke. Und was sieht man da wohl mit den zwei Kirchturmspitzen? Dreimal dürft ihr raten. Okay. Ich denke mal, das wissen alle. Jo, jetzt geht's hier nochmal so ein bisschen am schönen Ufer entlang und hier durch den Rheinpark. Konnte ich leider nicht so wirklich genießen, hier nochmal so ein bisschen in Ruhe die Blümchen gucken. Und weil ich habe mir mal dieses Mal eine etwas andere Streckenführung ausgedacht, weil das immer so ein bisschen ein Problem ist hier mit dem Hafen hier, Mülheim. Sonst käme ich nämlich hier von links über die Katzenbrücke, so, oder Katzenbuckelbrücke, so heißt die. Aber irgendwie hatte ich da keinen Bock drauf, weil es nämlich mal ein sehr, sehr schmaler Weg da ist. Und wenn man da Fußgängern begegnet, das kommt nicht so gut. Ja, hier die Mülheimer Brücke, jetzt voraus. Ihr seht, ich habe schon das Licht anmachen müssen. Zum guten Schluss bin ich so kurz bevor es langsam richtig dunkel wurde, dann an meinem Startpunkt, wo ich mein Auto geparkt habe. Also ich bin mit dem Auto bis Leverkusen Campark gefahren, weil sonst ist das Ganze alles noch mit viel mehr Umsteigerei verbunden. Und je mehr man umsteigen muss, desto mehr Probleme hat man ja bei der Bahn, ne? Die Anschlusszüge alle zu bekommen und wie ich schon am Anfang immer mehrmals noch versucht habe anzusetzen, zu erzählen, dass man, dann will man in Kölner Hauptbahnhof, dann in die, hast du nicht gesehen, nach Koblenz, ja, und dann kommt die S-Bahn nicht und, ich kann euch erzählen, Bahn fahren, aber ich denke mal, viele wissen es. Hier nochmal ein toller Blick, die Sonne war jetzt, glaube ich, schon fast verschwunden in den letzten Zügen und ich bin jetzt hier an meinem Ziel angekommen. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch und ein Abo da lassen würdet. Ich wünsche euch immer eine pannenfreie Fahrt. Winke, winke und bis zum nächsten Video. Bis dann und tschüss.